Und wieder einmal hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Xbox 360 Minecraft. Ich hatte hier letztes Mal aufgehört, nachdem die Expedition in den Nether nicht so erfolgreich war, wie ich mir das gedacht hatte, und hatte hier mit dem Segel angefangen, mit dem bisschen Wolle, was ich habe, was mir aber nicht gefällt. Ich habe mir jetzt noch so ein paar Gedanken gemacht, so, ja Mensch, wie willst du das jetzt machen? So wirklich toll sieht das ja nicht aus, und habe nochmal so ein bisschen überlegt und glaube jetzt eine vernünftige Lösung gefunden zu haben, womit das Ganze dann doch etwas besser aussehen sollte. So, mal kurz gucken. Wolle haben wir ja gar keine mehr. Nehme ich das mal hier weg. Sup. Kurz mal gucken. Also da oben werde ich das eine lassen. Dann mache ich hier zwei runter, genau. Und dann mache ich auch wieder zwei. So, schauen. So. Dann sollte das Ganze doch, glaube ich, ein bisschen besser aussehen. Oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Also ich denke mal, das passt dann irgendwie. Bisher hatte ich ja dann immer entweder in einer Schritten oder so, und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, so ein bisschen gezeichnet für mich. So, ja Mensch, wenn du das jetzt so und so machst, sieht das denn dann aus? Und ich glaube, so auf die Art und Weise könnte es am besten aussehen. Wir gucken uns das gleich mal gemeinsam an. So, wie wirkt das denn? Ja, das sieht doch nicht schlecht aus, ne? Das kann man so lassen, denke ich. Doch, das passt auf jeden Fall. Da kann ich mich mit, also wenn der Rest ist, da ist, dann wirkt das sowieso noch ganz anders. Das lasse ich dann erstmal so, bringe hier die Erde weg und die Wolle. Und ja, ich glaube, ich werde nochmal in den Nether gehen, weil ich brauche unbedingt Nether, also den Netherstein, den es da gibt. Und da brauche ich hier normalen Pflasterstein, den wir hier bekommen haben. Denn, wie ich es ja letztes Mal erzählt hatte, ist es ja so, dass diese Ghasts alles zerstören können, bis auf halt diesen, scheiße, das Knochenmehl, das ich hier dabei, das nehme ich nochmal mit. Wie gesagt, bis auf diesen halt Pflasterstein können die das alles zerstören. Gut, gucken, haben die Hühner wieder Eier gelegt, oh ja, fleißig waren sie. Die bringen wir wieder weg, und wir gucken natürlich auch wieder in die Monsterfalle. Wie immer, wie ich das gesagt hatte, werden wir auch da mal schnell reingucken, gucken, was da so passiert ist. Ob die kleinen Monsterchen wieder fleißig waren und uns was Schönes dagelassen haben. Bisher hat das ja in den letzten Folgen 1A funktioniert, dass wir da immer jede Menge tolle Gegenstände bekommen haben. Mal gucken, was heute wieder dabei ist. Ja, da haben wir wieder jede Menge Sachen. Also wir sehen, es sind auch wieder ein paar Skelette und Spinnen dabei umgekommen. Gucken. Ja, Moment, das ist... Na, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich hätte was gehört, aber im Moment ist es da ruhig. Okay. Lassen wir die mal vor sich hinwerkeln. Wir wissen ja, dass hier regelmäßig was kommt. Die Sache ist, wir können, wenn wir, ich glaube, 4 Fäden. Ich kann gleich mal schauen. Ich guck mal. Weiße Wolle. Ja, aus 4 Fäden könnten wir auch weiße Wolle machen. Also zur Not, wenn wir nicht so viele Schafe finden sollten, können wir auch aus Fäden das machen. Ich guck mal kurz nach, wie viele Fäden wir denn da haben. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass es sich wirklich lohnen würde. Ja, super, da oben sind 4 Fäden drinne. Nee, das lohnt sich nicht. Gut, dann lassen wir das mal so. Und ich brauche, wie gesagt, hiervon. Ein bisschen haben wir ja, ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt, gut, den Bogen nehme ich mal raus, dass ich jetzt 2 von diesen 64er Blöcken in die Hand nehmen kann. Nehme ich mal 3 Stück mit, und dann werde ich das Portal auf unserer Seite, nachdem ich gleich noch ein paar Fackeln gemacht habe, versuchen dann halt komplett mit dem Stein zu umhüllen, dass wir halt da sicher sind, dass uns da nichts passieren kann. Also ich glaube, es wird gerade Nacht, aber das sollte uns nicht stören, wenn wir in den Nether gehen. Okay, und ich muss endlich Wege anlegen. Ach ja, muss auch noch alles gemacht werden. Seht ihr da, momentan ist es ja noch so ein bisschen schwierig, hier hochzukommen. Das will ich alles noch verändern, das werden wir nach und nach dann machen, damit uns das ein bisschen leichter fällt. So, ich hoffe, die Gäste sind jetzt nicht direkt in der Nähe. Ohoho, doch sind sie. Verdammte Axt. So, hier mal schnell hochziehen. Eieiei, wo ist der denn? Verdammt, ist der über uns? Ja, er ist über uns. So, mal hier schnell ein Dach reinziehen. So, oieiei. Also man sieht es, die bombardieren einen hier regelrecht. Ist jetzt egal, auch wenn ich mich hier ein bisschen verbaut habe. Ich werde erstmal uns beschützen, dass wir hier sicher sind. Oh, und wir sehen, der reißt hier alles mächtig ein. Da wird die Lava fließt noch nicht rein. Da haben wir noch Glück im Moment. So, mal hier schnell machen. So. Ha, uns wirst du nicht kriegen, du elendiger Gast. Ist ein schlechter Gast. Ne? Eigentlich als normalerweise als Gast macht man das nicht, dass man hier
einfach alles bombardiert und alles platt macht, aber der hat halt keine Manieren. Den lade ich nicht nochmal ein zu unserer Party. Nee, 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 nee. Das mache ich nicht. Na, willst du nicht? So, oh, oh. Hier wird's brenzlig. Hier wird's gerade richtig brenzlig. Und wir sehen, er kann dem Ganzen halt nichts anfügen. Während alles andere ringsrum kaputt geht, bleibt das hier heile. Holla, die Waldwerder, da muss ich, ich glaube, genug Holz habe ich noch. Dann kann ich gleich noch eine Tür bauen. Da sind die 64er Stapel auch schon weg. Nehme ich schnell die Spitzhacke. Muss ich auf der anderen Seite das Portal auch noch schützen. Ich nehme mal hier alles auf, was wir hier haben. Ah, da ist schon ein bisschen was abgebaut. Das kann ich auch mal gleich weghauen. Dann ersetze ich das auch durch unseren Stein, den wir mitgebracht haben. Dann ist es auf jeden Fall auch sicher. Falls er dann doch mal irgendwie von einer Seite da noch mit draufhaut, kann dann auch von da nichts passieren. Nicht, dass auf einmal von unten dann die Lava hochkommt und wir dann hier brennend durch die Gegend jokeln, ja, und so wah, hier durch die Gegend schreien und so dann rennen und unser Leben kämpfen. Weil gelöscht werden können wir ja nicht. Hatte ich ja erzählt, im Nether würde das Wasser sofort verdampfen, wenn wir das irgendwo hinkippen. So, okay. Ach, da hinten brennt der Gast, ja. Die Typen sind übrigens, ich weiß nicht, ich habe es noch nie geschafft, einen davon platt zu kriegen. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich keine Ahnung. Denn wir können zwar, wenn wir zum Beispiel das Schwert nehmen, ich weiß nicht, ob das mit anderen Sachen auch geht, also ich habe es bisher immer nur mit dem Schwert gemacht, diese Bälle, wenn sie zu uns geschleudert werden, wieder zurückschleudern. Ja, aber bisher hat mir das nie was gebracht. Also die sind dann trotzdem nicht, trotz egal wie viele Feuerbälle ich da zurückgeschleudert habe, trotzdem nicht kaputt gegangen, die Gegner. Muss ich mal gucken. Vielleicht haue ich da mal irgendwann mal nach und gucke mal so, Mensch, wie kann man den Gast platt machen, dass die einen nicht mehr nerven. Ich schaue mal gucken, ne? Wir haben dann auch jede Menge Möglichkeiten. Ach übrigens, die Mojang Studios haben jetzt vor kurzem, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, das hatte ich vergessen zu erwähnen, haben die eine Liste rausgegeben mit Bugfixes, also mit Fehlerbehebungen und mit neuen Sachen, die jetzt in dem kleinen Patch kommen, der hier diese Fehler beheben soll, wie zum Beispiel mit dem Türensound und solchen Sachen. Das soll dann alles behoben werden und da kommt halt das, was neu ist, was sie halt noch gleich mit einbringen, ist einmal, dass man, ja, ich sitze hier noch Stein, dass es schön aussieht an der Kante, genau. Wo war ich? Ach ja, dass man, kurz hier wechseln, genau. Dass man jetzt halt wirklich Kürbissamen produzieren kann, wo man dann halt auch wirklich Kürbisse mit anpflanzen kann. Und dass man goldene Äpfel herstellen kann. Das ist erstmal das Einzige. Ich hatte gedacht, so, ja Mensch, vielleicht machen sie noch ein bisschen mehr. Machen sie im Moment nicht. Sie haben aber auch geschrieben, woran sie momentan arbeiten. Und zwar arbeiten sie daran, halt diese Verzauberungstische zu machen, diese Zaubertische, wo man dann halt Gegenstände mit verzaubern kann, Erfahrungspunkte, weil das fehlt auch noch. Normalerweise hat man nämlich ungefähr, also wir haben ja auf einer Höhe haben wir links die Lebensenergie und rechts die Hungeranzeige, ne? Und normalerweise ist es so, dass direkt da drunter, also zwischen der Schnellauswahlleiste, die wir haben, und halt Lebensenergie und Hungerleiste, ist halt nochmal so eine ganz dünne Leiste, wo dann der aktuelle Level angezeigt wird. Und wenn man zum Beispiel bestimmte Gegenstände abklöppelt oder halt Gegner tötet oder irgendwas macht, dann kriegt man Erfahrungspunkte und die kann man dann beim Zaubern einlösen. Und kann dann halt dadurch halt Gegenstände verzaubern, indem sie halt produktiver werden. Also zum Beispiel die Spitzhacke wird produktiver, die Sachen kann man halt schneller abbauen. Oder sie halten länger. Also gibt es zig Möglichkeiten. So, sehr schön, das ist schon mal sicher. Dann muss ich nur von der anderen Seite noch das Portal auch noch absichern. In der Hoffnung, dass der Gast uns dann nicht wirklich weghaut. Ich hau da immer das mal kurz so, so. Okay, und dann muss ich eigentlich nur kurz hier die Reihe hochziehen. So, okay. Oh, oh, ja, da sehen wir schon, der wird schon böse. Oh, ei, ei, ei. Und dann, ich glaube, jetzt reicht das. Jetzt ist das Portal geschützt. Ja, sehr schön. Ich setze noch ein paar Fackeln hier drinne. Ja gut, das ist zum Beispiel was sie machen. Dann war eins, dass man zum Beispiel Tiere jetzt auch dann züchten kann. Das finde ich total spannend. Das vermisse ich auch ein bisschen bisher, weil dann, das heißt, wir haben dann auch die Möglichkeit, wenn wir die nächsten Schafe finden, weil wir hatten ja zwei Schafe bei uns in der Nähe, nach dem neuen Update, was wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr erst rauskommen wird, werden wir dann auch die Möglichkeit haben, mittels eines Weizenstücks, was wir dann haben, wenn wir so ein Weizen
Dinge aufgesammelt haben, dann können wir das in der Hand halten und können die Tiere damit uns folgen lassen. Also die folgen uns dann einfach überall hin und dann können wir sie in so ein Gatter locken und dort halt paaren, sodass sie dann halt auch sich vermehren und wir immer mehr Tiere haben. Das heißt, wenn wir zwei Stück erstmal von irgendeiner Sorte bekommen, können wir uns dann ein riesengroßes Repertoire an Schafen zulegen, sodass das mit dem Wollemangel dann auch irgendwann mal vorbei ist. So, ich werde mal rausgehen, gucken, dass ich irgendwo... Ah, verdammt, das war die falsche Taste. Dass ich ja irgendwo wohin komme. Also wie gesagt, wir können dann endlich auch dafür sorgen, dass das aufhört mit diesem Mangel an Tieren, den wir da haben. So, gucken. Ich werde mir hier vorsichtig so einen Zweierweg machen. In der Hoffnung, dass der Gast jetzt nicht auch noch weiter bei uns rumschwebt. Aber die, das sind echt nervige Viecher, ja. Also während diese Pikmin hier ganz friedlich sind, sind die Gast dann doch schon extremst nervig, muss ich sagen. Ich mag die gar nicht. Und ich habe keine Steine mehr. Scheiße, verdammt. Warum habe ich keine Steine mehr? Das ist ja mal richtig ätzend. Dann baue ich hier noch ein paar ab und baue damit mal kurz eine Brücke rüber. Ich weiß, das ist extremst gefährlich. Obwohl, ich könnte jetzt auch einfach zurückgehen. Das könnte ich auch machen. Ich nehme jetzt einfach mal kurz die Diamantspitzhacke. Also diesen Netherstein kann man sowieso sehr schnell... Oha, ich werde doch zurückgehen und normalen Stein holen. Immerhin habe ich schon jede Menge von diesen Netherstein. Ich hoffe, es ist nicht mehr Nacht. Oh, natürlich, es ist mitten in der Nacht. Oh, ah, verdammt. So, mal schnell ins Bettchen. Na los. Ah, ich kann nicht. Doch, ich kann noch rein. Ich habe hinter mir, glaube ich, ein Skelett gehört. Hauptsache, es ist kein Creeper da. Hauptsache, es ist kein Creeper da. So, schnell ins Bettchen hier Heier machen. Huh, und wir brauchen Lebensmittel. Habe ich noch irgendwo was zu futtern? Ich weiß es gar nicht. Nee, genug Weizen haben wir nicht. Ich könnte Pilzsuppe machen. Ja, dann mache ich mal Pilzsuppe, genau. So, eins, zwei. Und eine Pilzfarm wollte ich ja auch mal anlegen. Okay, so, Holz brauche ich dafür auf jeden Fall. Habe ich genug? Ach, ich brauche eine Holzschale. Siehste, machen wir mal hier Holzschale. Wo kann ich die denn machen? Das weiß ich auch gar nicht. Bubum, nö. Hier ist nirgendwo eine Schale mit dabei. Ist die irgendwo hier? Mal ein bisschen rumgucken. Ich muss jetzt mal schauen, wo wir die Holzschale finden. Nee. Hier ist auch keine. Hier auch nicht. Hier ist auch keiner dabei. Ist die vielleicht hier irgendwo? Schere? Bei Eimer vielleicht. Das würde passen. Ja, genau. So, und dann mal Pilzsuppe hier machen. Was ist das eigentlich? Ein Keks. Ach, wenn wir Kakao gemacht haben und... Oh, wir können doch Kakao noch gar nicht anbauen, oder? Habe ich überhaupt schon Kakao? Nee, habe ich außerdem noch gar nicht. Also ist das auch völlig egal. Gut, dann mal ein bisschen... Habe ich den Pilzsuppe gemacht? Ja. So, mal hier die Schalen. Haben wir ein bisschen zu viele davon. Die können wir auch noch nicht stapeln, wie wir sehen. Auch wieder so ein bisschen schade. Oh, gut. Ah, Pilzsuppe bringt ganz schön viel. Und wir sehen's. Wenn wir die Pilzsuppe ausgelöffelt haben, dann behalten wir die Schalen. Ist auch ganz praktisch. Brauchen wir die halt nicht nochmal neu machen. Okay, so, das haben wir. Bom, 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 bom. Den rüste ich mir vorsichtshalber aus. Den bringe ich runter. Muss mal gucken, welche Kiste ich den packe. Ich glaube, den werde ich... Pack ich den hier mit rein? Ja, doch, den packe ich hier mit rein. Das ist der erstmal da drin, weil den brauche ich später für andere Sachen. Jetzt im Moment nicht. Pilzsuppe ist in Ordnung, die brauchen wir auch. Genug Spitzhacken, alles habe ich noch. Oh, nochmal hier ordentlich von dem Stein mitnehmen. Na, der kann wieder weg, der Bogen. Oh, kleinen Moment. So, nehme ich gleich mal ein bisschen mehr mit. Nur so vorsichtshalber, man weiß ja nicht, ne? Okay, so, gucken, ist denn draußen noch irgendwer unterwegs? Ich sehe jetzt keinen. Schwierig, schwierig, wahrscheinlich steht hier irgendwo ein Creeper, der wieder lauert. Hier war ja auch auf jeden Fall ein Skelett, als wir runtergehüpft sind, ne? Ach ja, da ist es auch gewesen, da ist es dann, verendet. Okay, dann gucke ich mal in die Monsterfalle. Wieder nach jedem, nach jeder Nacht werde ich da ja reinschauen. Ach ja. Und? Oh, nur ein Zombie. Naja. War jetzt nicht so der Bringer. Auf jeden Fall nach wie vor ist Funk. Oh, da ist Schießpulver. Hm, okay. Oh, aber ein Creeper und eine Spinne habe ich da gehört, ne? Ja. Ja gut, wenn sie da drin spawnen, spawnen sie nicht draußen. Habe ich da ein Fenster gelassen oder was ist da? Da habe ich ja nicht zugemacht.
Verdammt, warum habe ich da nicht zugemacht? Das geht ja mal gar nicht. Viel zu gefährlich, mein Freund. So, das müssen wir in die Hand nehmen. So, ach, da ist schon wieder jemand online. Ach, ist das schön. Ja, auch andere Menschen zocken, nicht nur Mr. Zocker. Und wieder auf ins Netherportal. Aber diese Gast, also... Ich glaube, mit Pfeil und Bogen kann man noch gar nichts anrichten. Das Einzige, was wirklich hilft, ist in deren Feuerbälle. Oh, darauf wetten will ich jetzt aber auch nicht. Ist hier wieder irgendwo einer? Ich könnte mich auch da hoch... Irgendwie so eine Säule machen aus Stein und dann da hochkommen oder hochgehen. Versuchen da hochzukommen, aber... Ja, ja, bleib ruhig, bleib ruhig. Hey, die sind so laut, ne? Ich glaube, ich werde das Ganze nochmal überdachen. Da oben ist er, der Schweinehund. Und werde mich dann am Bedrock da am Langrand lang bauen, wenn ich dann hier Sachen platzieren kann. Warum kann ich nichts mehr platzieren? Hä? Kann mir das mal einer erklären? Doch, hier kann ich was platzieren. Hä? Was war denn das jetzt eben? Ist das schon wieder so ein neuer Bug, weil hier irgendwie dieses Ding hier drin hängt? Ich habe keine Ahnung. Nee, das funktioniert nicht. Ist ja echt seltsam. Hier kann ich wieder Sachen platzieren. Komisch, komisch. Gut, okay, wir lassen das jetzt einfach mal so, akzeptieren das. Gut, dann mache ich mal hier so einen kleinen Weg dann lang. Ja, Grummel, Grummel. Grummel, 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 Grummel. Ne? Nicht wahr? Kennen wir alle. So viel morgens sind wir alle so ein bisschen grummelig. Pikmin sind das prinzipiell. Ich bin echt so ein bisschen lebensmüde, indem ich das hier gerade auf diese Art und Weise mache, stelle ich fest. Aber egal. Oh, der Pikmin brennt. Oh, da hat er uns erwischt. Da hat er uns erwischt. Und jetzt stört uns dieser Pikmin hier. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Ihr doofen Schwein. Die Sache ist, wenn ich die jetzt angreife, dann gehen wir definitiv drauf. Okay, die da hinten brennen auch. Und wir sehen, dem passiert einfach nichts. Die gehen nicht kaputt. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, kann ich mal hier irgendwann einen Stein platzieren? Nee, natürlich nicht. Oh. Weil wenn ich die jetzt wirklich angreife, dann war es das hier mit dem Frieden, den wir hier haben. So, machen wir die da jetzt zwei breit. Hier kann ich schon wieder nichts platzieren, oder? Doch, ah. Es ist auch ein bisschen buggy, ne? Funktioniert alles nicht so ganz, wie es soll. So, mal gucken, dass wir hier irgendwie mal hinkommen. Och, geht doch da weg. Was soll denn das, hm? Wir wollen euch doch nichts. Wir wollen euch nichts Böses. Echt nicht. Außer die Gasts, die wollen uns was Böses. So, gucken. Okay, so, mal hier irgendwie. Ich muss gucken, dass er irgendwie so schnell wie möglich hinkommt. Ist natürlich ein doofer Weg zum Zurücknehmen. Ach, scheiße, jetzt geht das hier nicht. Was ist das denn? Warum kann ich hier schon wieder keine Steine platzieren? Och, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Was soll denn das? Hängt da schon wieder so ein Stein? Also, die bombardieren uns hier fleißig, wie wir sehen, ne? Ich versuche mal so ein Ding zurückzuschleudern. Oh, da habe ich nicht schnell genug reagiert. Oh, da kommt er, da kommt er, kommt er. Oder? Kommt er nicht? Doch, da kommt einer. Nee, kommt wieder keiner geflogen. So, mal gucken. Vielleicht geht's hier jetzt. Dass ich hier endlich wegkomme. So, ja, schön. Hier auch. Dann hier. Oh, da hinten sind wir. Das ist Seelensand. Der macht einen langsam. Ganz klasse. Kann man immer gebrauchen. Darauf wachsen Netherwarzen. Ich glaube, die gibt es aber noch gar nicht. Also wir sind jetzt ein bisschen langsamer. Ich renne mal hier einfach jetzt weg. Dass die uns ein bisschen in Ruhe lassen. Ich habe jetzt die Schnauze voll von, dass die uns die ganze Zeit hier bombardieren. Die Reichweite von denen ist halt aber auch, wir sehen es, extremst groß. Also wir könnten da wirklich am anderen Ende des Nethers sein. Die würden trotzdem fleißig auf uns weiter draufholzen. Kleinen Moment mal wieder. Da muss ich doch tatsächlich husten. Ach, ist das dreist. So, ich hoffe, man sieht genug. Ich werde mal zwischendurch ein paar Fackeln setzen.
Nicht, dass ihr hier die ganze Zeit euch fragt, so Mensch, was macht denn der da? Ich sehe ja gar nicht, was da passiert. So, ich nehme ein bisschen von dem Sand mit. Okay, so, alles mitnehmen. Ah, die klingen auch so komisch, ne? So ein bisschen verstimmt. Ah, etliche Pilze, ne, die brauchen wir aber nicht. Ich will ja Glowstone eigentlich haben. Wo ist denn mal welcher? Da oben zum Beispiel. Okay. Hey, hey, wie komme ich denn da hin, ohne dass die Gasts mich hier die ganze Zeit angreifen? Da vorne ist auch ein Gast. Gäste, ne? Schrecklich. Wir sind mal froh, wenn sie wieder gehen. Hm, mal gucken, wie ich da irgendwie hochkomme. Ich glaube, da sind rote Pilze noch. Oh Mist, das kann doch echt nicht wahr sein. Kann ich mich hier denn irgendwo... Oder ich buddel mich hier durch. Genau, wir werden jetzt mal so ein kleines Experiment machen. Ich gehe mal hier hinten hin, genau. Dass ich da nicht so weit von weg bin. Und werde mal gucken, dass ich dann doch irgendwie... Hm, wo sieht's denn gut aus? Ja doch, hier sieht's gut aus. Dass ich mich hier dann durchbuddel. So, wir sehen ja, es geht recht schnell. Und dann immer fleißig hier weiter in die Richtung, in der Hoffnung, dass wir irgendwo auf was treffen, auf eine andere Höhle, wo nicht so viele Gast sind. Ach, schon wieder online. Mensch. Na, Update-Zeit. Tja, ja. Und, ja, wie gesagt, dass wir vielleicht endlich mal Glowstone kriegen. Denn ich würde gerne nämlich auch die... Weil ich hatte ja vor einer ganzen Weile, als ich mit der Mühle angefangen habe, hatte ich ja den ersten Weg angelegt, wo ich noch so ganz stolz meinte, oh, haha, unser erster Weg hier in dieser Welt. Ah, andere Höhle, okay. Und den würde ich gerne doch anders bauen, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Und ich würde dann auch gleichzeitig gerne Straßenlaternen dorthin setzen, damit das Ganze halt echt schnieke aussieht und ein bisschen beleuchtet ist nachts. Okay, hier ist so ein Lava-Wasserfall. Mhm. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Also da wird uns nichts weiter übrig bleiben, als dass wir mal gucken, dass wir uns irgendwo hochklöpseln. Ich glaube, das mache ich dann gleich hier vorne. Parallel auf der... Nehmen wir links, rechts? Nehmen wir die Seite hier, ne? So, nehmen wir das mal hier. Zum Glück ist es ja nicht wie normaler Stein. Von daher kann man dann halt auch ganz schnell hier überall lang buddeln. Muss natürlich bloß aufpassen, dass man sich nicht verbaut. Sondern mit der Fackel setzen. Ja, nicht Schwert, hier Fackel. Schwertfackel, genau. Sup. Oh, mal gucken. Okay. Ach, sehr schön. So macht das zum Beispiel Spaß, hier dann kurz schnell was abzubauen. Weil das halt nicht so ein Zeitaufwand ist. Ich glaube, ich muss das gleich mal umsetzen mit den Fackeln, dass der nicht so viel klickern muss die ganze Zeit. Weil das kostet ja auch wieder jede Menge davon. Okay, so. Also mit dem, was ich vorhin erzählt hatte, mit diesem kleinen Patch, der die goldenen Äpfel bringt und dass man jetzt auch Kürbisse anbauen kann und halt diese Bugs beseitigt. Da hat man aber auch noch keine Zeit genannt. Der einzige Kommentar dazu war von wegen so, ja, wenn wir ein Datum haben, werden wir es euch nennen. Yay! Das klingt doch mega kundenfreundlich, oder? So nach dem Motto, so, ach ja, klar, wir freuen uns, dass ihr da alle so gespannt drauf seid. Klar, wir können das total nachvollziehen. Und ja, Mensch, ah, wir haben schon so eine Idee wahrscheinlich. Wir rechnen damit, dass es vielleicht noch so 3-4 Wochen dauert, eventuell auch früher. Können wir aber noch nicht genau sagen. Wir werden euch auf jeden Fall ein Datum nennen, so wie wir was genaueres wissen. Das wäre doch nett gewesen. Nicht so, ja, wir nennen euch, wenn wir ein Datum wissen, werden wir es euch nennen. Yay. Also ich glaube, die sind mittlerweile bei diesen Posts, also zumindest habe ich den Eindruck, ich weiß ja nicht, ob noch irgendwer anders von euch vielleicht den auf Twitter folgt. Ich persönlich habe nur den Eindruck, dass die sehr, sehr genervt wirken. Na gut, die werden auch die ganze Zeit gefragt, immer wieder, von wegen, ja Mensch, hier, wann kommt mal wieder ein Update und beim PC ist es schon so weit und hier tut sich nichts auf der Xbox. Ja, dass die dann so ein bisschen angefressen sind, kann man dann ja auch verstehen, aber... Ich weiß nicht, ob man dann gleich so mit den Leuten umspringen muss. Also es ist ja sowieso schon mal verblüffend, wenn sie überhaupt noch auf irgendwas antworten. Naja, ist halt eine schwierige Zeit, würde ich sagen. So, hier sind wir dann auch in einer neuen Höhle angekommen. Okay, wieder ein paar Fackeln setzen. Oh, hier, hier, gucken, wo sind wir denn? Ah, hier sind Pilze. So, wenn man, Pilze werden übrigens automatisch abgesetzt, wenn man eine Fackel daneben platziert, passt auf. Der ist weg, weil für den ist es da jetzt zu hell gewesen. Ich nehme noch mal ein paar mit. Okay, aber hier ist auch kein Glowstone. Da schwebt nur dieser Sand. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo muss doch Glowstone sein. Na, ich will mich jetzt auch nicht verirren. Nicht, dass wir gar nicht mehr hier rausfinden. Na, oh Mann, das ist...
Normalerweise ist das immer einfacher gewesen, was zu finden. Ich buddel mich mal hier nochmal hier in die Richtung. Ja, okay, wir können davon ja auch jetzt, oder wir können mit diesem Stein hier aus dem Nether ja jetzt auch neue Sachen machen. Von daher ist es auch nicht schlimm, wenn wir da ein bisschen mehr jetzt von mitnehmen. Vielleicht bietet sich da designtechnisch auch die ein oder andere Möglichkeit, was wir damit anfangen können. Muss ich mal gucken, wie das dann ausschaut. Also im Moment sieht das ja, ich sag mal, nicht so hübsch aus. Also ich würde da jetzt kein Haus mitbauen wollen. Muss ich mir sowieso noch überlegen, was ich da als nächstes mache. Ich habe schon überlegt, mal kurzzeitig, ob ich unser Anfangshaus abreiße und umbaue. Bin ich mir jetzt aber noch nicht ganz sicher. Also könnt ihr, wie gewohnt, könnt ihr auch dazu mal was sagen, was euch da vorschwebt, ob ihr sagt so, ach nö, lass mal, oder ob ihr dann doch, so wie ich, ein wenig gespannt seid, was da vielleicht daraus entstehen könnte. So, hier haben wir das nächste Höhensystem. Haben wir hier vielleicht ein bisschen mehr Glück? Wahrscheinlich sind ja gleich tonnenweise Gasts, die nur auf uns gelauert oder gewartet haben. Da ist Glowstone und wir sind gar nicht so weit weg davon. Yippie! Und ich finde wahrscheinlich nie wieder zurück. Würde ich fast meinen Hintern drauf verwetten. So, ich werde mal kurz einen kleinen Schluck trinken. Ich merke schon, meine Stimme macht wieder schlapp. Kleinen Moment. Ach so, wieder ein bisschen nachgeölt. Dann geht das auch wieder fleißig weiter. Ja, jetzt sind wir... Oh, na klasse. Ja, was ich gesagt habe, da ist schon gleich wieder ein Gast, der auf uns gewartet hat. So, yay. Und das ist direkt irgendwo drüber. Kann ich hier den Feuerball zu ihm zurückschleudern? Komm her, ja. Nee, es hat nicht funktioniert. Der vielleicht? Na, komm her. Nee, das hat auch nicht geklappt. Wie können wir das Vieh platt machen? Ich setze mir eine Fackel hin. So ein paar. Weil ich muss an den Glowstone ran. Ja, der ist direkt hier rüber. Gut, ich könnte jetzt hier... Ich guck mal kurz. Also wenn ich hier, dann kann ich direkt hier hoch. So. Ich mache das jetzt einfach mal so, ganz klassisch. Ja, gucken. Es wird langsam heller, das heißt, wir sind immer näher dran. Okay, so. Ja, okay, mal kurz einen kleinen Schutzwall bauen. Aha, du triffst uns nicht mehr, du elendiger Gast. Der sich ganz dreist selbst eingeladen hat. Ich setze mal hier kurz den... Klasse. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich setze mal hier den Schutzwall noch eine Ecke weiter rum. Hat ja super funktioniert, ne? Okay, hier in die Richtung ein bisschen weitergehen. Kann ich das nicht mehr aufnehmen? Bin ich voll? Ach, hier, das Fleisch kam weg. So, dann schmeißen wir mal das Zombiefleisch weg. Und die Knochen werde ich auch gleich zu Knochenmehl verarbeiten, dass wir genug Platz haben. Wo ist es denn? Knochenmehl, da genau. So. Oi, 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 oi. Gut, hier auch nochmal Schutzwall erweitern. Der ist schon wieder online. Was macht der denn? Gute Frage, nächste Frage, ne? So, okay. Vielleicht stelle ich das nächstes Mal wieder aus mit der Benachrichtigung, dass er das nicht mehr mitkriegt. Ich weiß nicht, ob das dann für euch angenehmer ist. Lass mich doch in Ruhe. Was willst du denn von mir? Ich habe dir nichts getan. Ja? Dir tut keiner was. Alle lassen dich hier in Ruhe. Aber du musst Stress machen, ne? Also ein typischer Troublemaker, so, wenn ihm langweilig ist, muss er wieder irgendwelche Leute ärgern. So, ich kriege mal hier zurück. Hau das noch weg. Okay, so, komme ich hier runter oder wo? Ja, ich schau mal kurz. Ah nee, hier komme ich runter. Nicht, dass ich dann gleich hier runterstürze und dann sterbe. Das muss nicht sein. Hier unten müsste jetzt auch noch der ganze, ja, der Lichter, der ganze Glowstone. Glowstone. Ah. Der Glowstone-Staub. So. Ach, das ist wieder so. Ist so typisch, ne? Ist typisch, Mr. Zocker. Hm. So, alles mitnehmen. Genau. Dann können wir nämlich auch fleißig. Wie viel habe ich denn? Ja, es ist jetzt nicht so viel gewesen. Für den Anfang schon mal nicht schlecht. So, ich werde einmal zurückgehen, bevor der Typ uns hier endgültig den letzten Nerv raubt und weiter da auf uns raufschießt. Das muss nicht sein. Außerdem verhungern wir bald, dann können wir gleich mal... Ja, nee, ich sehe schon, hab gerade mal auf die Aufnahmezeit geguckt. Das werde ich nicht mehr schaffen, weil ich gerade gedacht hatte, so Mensch, denn machst du auch gleich mal... Wo muss denn hin? Ach, hier hinten. Hier muss ich lang. Dann machst du gleich mal noch das Weizenfeld ein bisschen größer. Mal gucken, dass wir da abernten. Das werde ich dann einfach in der nächsten Folge machen. Das war da gucken, dass wir echt endlich mal es schaffen, ein bisschen mehr Weizen zu produzieren, dass wir halt auf Vorrat produzieren können. Dafür hatten wir uns das ja ursprünglich auch angelegt. Wenn nicht, ich weiß gar nicht, habe ich noch Redstone-Staub? Ich weiß es gar nicht. Oder Redstone-Pulver, weiß es gar nicht. Ist mir gerade so ein bisschen neben der Spur und
vergesse die ganzen Wörter hier. Muss ich mal schauen. Ansonsten mache ich das Feld nämlich wirklich größer, falls es dann doch nicht ausreichen sollte, sodass wir auf Vorrat produzieren können. Ich werde mal gucken, wie wir das machen. Irgendwas fällt uns da auch garantiert wieder ein, wie wir das hinkriegen. Ne? Bisher haben wir das ja auch alles immer schön geschafft. Ach ja, deshalb kann ich nicht wollen. Ja, stimmt, hier hängen wirklich diese Dinger fest. Na, klasse. Oh, da sind schon die Pikmin zu uns rübergewandert. Gucken sich diesen Klotz an. So, sieht gut aus. Ja, so ein bisschen grunzen hilft immer, ne? Dann akzeptieren sie uns auch in ihrem Clan. Okay, reise ich noch? Ja, ich reise noch zurück. Ich werde nochmal uns sicher ins kleine Häuschen buxieren. Oh, es ist schon wieder Nacht. Ei, Karamba. Das ist eine Spinne. Die lasse ich jetzt mal in Ruhe. Nein, du lässt uns auch in Ruhe. Ich will mit dir nicht spielen. Nein, geh weg. So, haha. Gut, nächtige ich? Ja, ich werde nächtigen. Dass ich das nicht wieder in der nächsten Folge habe, wo ich dann damit anfangen muss, so, oh, es ist schon wieder dunkel und so, ne? Nee, das machen wir nicht. Keine Panik. Okay, so, während draußen noch alles rumtobt, hier die Spinne und alles fleißig und vielleicht auch der ein oder andere Creeper darauf lauert, dass wir wieder rauskommen, werde ich dann mal für die Aufnahme wieder aufhören. Ich werde nächstes Mal gucken mit dem Weizenfeld, ob wir das ein bisschen besser hinkriegen, dass es langsam mal endlich ordentlich was abwirft und eventuell das Haus umbauen oder ein etwas Neues bauen. Da muss ich nochmal gucken. Werde ich mir nochmal Gedanken machen, vielleicht mal gucken, was ihr dazu schreibt. Einfach mal schauen. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zogger.